Batman Arkham Origins. Ein eiskaltes Herz. Menschen, die anderen helfen. Mitgefühl. Auf diesem Fundament wurde Gotham errichtet. Und voll Stolz erschuf ich Gothcorp auf demselben Fundament. Deshalb nennt man uns die People Company. Vielen Dank. Mr. Boyle ist wohl erpicht auf Ihren Titel als Gothams wohltätigster Industrieller. Gotham braucht mehr Leute wie ihn. Bruce! Ich bin überwältigt von Ihrer Unterstützung. Sie verdienen sie. Sie werden die Welt verändern, Ferris. Wir verändern sie gemeinsam, richtig? Verzeihung, Mr. Boyle, die Presse wartet. Hier entlang, bitte. Ich denke, die Zukunft hält sehr, sehr viel bereit für Gotham. Also, es ist bald Mitternacht und ihr wisst ja alle, was das heißt. Und jetzt starten wir diese Silvesterparty mit einem... Wer hat hier seine Heizrechnung nicht bezahlt? Bringt mir Ferris Boyle. Alfred, wo ist Ferris? Alfred. Bruce Wayne spürte den Gewehrkolben. Stehen bleiben, sofort! Ja, hab ihn! Der Butler ist völlig durchgedreht. Habt ihr Feiglinge Angst vor einem alten Mann? Nimm's einfach locker! Ich hoffe, die Vase da war nicht wertvoll. Bruce sah, wie Alfred niedergeschlagen wurde. Das hatten die Gangster jetzt auch mit ihm vor. Doch er wehrte den Schlag ab und streckte seine Widersacher nieder. Alles in Ordnung? Alles halb so wild. Das sind Pinguins, Männer. Was wollen Sie mit Ferris? Ist noch unklar. Jemand in einem mechanisierten Anzug führt Sie an. Ich muss Ferris vor Ihnen finden. In dieser Aufmachung sind Sie uns keine Hilfe. Sie müssen Ihren Anzug wechseln. Der schnellste Weg zur Betthöhle führt durchs Arbeitszimmer. Da ist Bruce. Er wird uns helfen. Bruce, Augenblick bitte. Ich habe gehört, im Ballsaal sei gerade ein Eisberg explodiert. Ich brauche Details. Was ist passiert? Wer glauben Sie... Wo ist Ferris? Er ist nie zum Interview erschienen. Halt. Sie wollen doch nicht allein daraus, oder? Folgen Sie Alfred. Er bringt Sie in Sicherheit. Bei all diesen Gästen hier sollten Sie vielleicht im Weinkeller nach diesem Gegenstand suchen. Verstanden. Bruce Wayne betrat sein Arbeitszimmer. Er aktivierte den geheimen Mechanismus und gelangte so... in die Bathöhle. Master Bruce, ich habe einen Blick auf Ihren mechanisierten Mann erhascht. Diese Rohlinge nennen ihn Mr. Freeze. Wie wäre es mit Ihrem Anzug für extreme Umweltbedingungen? Der XE-Anzug ist noch nicht einsatzbereit. Oh je, ich höre Hubschrauber. Mehr Schläger des Pinguins. Beeilen Sie sich. Mit dem Fahrstuhl fuhr er zu seiner Ausrüstung. Ich habe keine Zeit, den XE-Anzug funktionsfähig zu machen. Alfred wird das übernehmen müssen. Bruce öffnete die Glaskammer, hinter der sich sein Anzug befand. Er zog ihn an. Und aus Bruce Wayne wurde Batman. Er ging erneut in die Villa. Es brannte an mehreren Stellen. Über Lüftungsschächte schlich er von Raum zu Raum. Jeder Verbrecher, der ihm im Weg war, wurde ausgeschaltet. Du
Immer noch kein Zeichen von Alfred. Lüg doch einfach mal. Dieses Buch war über 1000 Jahre alt. Na und? Wer will schon irgendein altes Buch? Verdammt, Alfred. Halten Sie nur die alberne Jade-Statue. Ich bin sicher, Ihr Arbeitgeber wird sich über die paar hundert Dollar freuen, die Sie einbringen. Hey, Alfred war inmitten von mehreren Gangstern. Batman reagierte sofort und schaltete sie heimlich nacheinander aus. Verfluchte Scheiße! Da ist er! Ich muss diese Leute in Sicherheit bringen, aber das Wappen der Waynes blockiert den Ausgang. Hier lang. Er schob das Wappen beiseite. Unglaublich. Du hast diese Schläger förmlich zerlegt. Sch, leise. Sie halten Ferris Boyle im Nebenzimmer fest. Ich glaube, sie wollen ihn töten. Das würde er nicht zulassen. Batman rannte den Verbrechern entgegen und schickte sie mit Schlägen und Tritten zu Boden. Was sind die Leute denn bloß von Ferris? Er ist so ein netter Typ. Das ist er! Wir müssen sie hier rausbringen. Ich hab von ihnen gehört. Ein Eisstrahl vor Batman an Ort und Stelle ein. Ich habe keinen Streit mit dir. Dann bist du auf der falschen Party. Freeze? Was willst du von mir? Ich brauche nur einen Augenblick deiner Zeit. Lass mich gehen! Hilfe! Hilfe! Du! Wie hast du das gemacht? Freeze schleppte Ferris durch die Flure. Batman befreite sich aus dem Eisgefängnis. Wieder wollten Handlanger ihn aufhalten. Doch nur kurze Zeit später stand er alleine auf den Beinen. Dann sah er, wie jemand mit einer Kältekanone eine Tür beschoss. Freeze scheint nicht der Einzige mit einer kryogenischen Waffe zu sein. Die Tür ist zugefroren. Ich kann den Ballsaal nur über den Balkon betreten. Freeze ist weg. Einer von Pinguins Männern wird wissen, wo dieser Hubschrauber hinfliegt. Einer der Verbrecher musste wissen, wo sie hinflogen. Also musste er sich die Informationen besorgen. Okay, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wo bringt er Ferris hin? Ich weiß es nicht, ehrlich. Weißt du eigentlich, wie viele deiner Freunde ich an Heiligabend ins Krankenhaus geschickt habe? Okay, ein Waffenhändler des Pinguins. Er verteilt die Waffen, die wir von Freeze haben. Er muss es wissen. Wir sollten ihn in South Gotham treffen. Ihr könnt euch ja stattdessen in der Notaufnahme treffen. Batman stieg in den Batwing. Schon fast in South Gotham, Sir. Hoffentlich kann dieser Waffenhändler Ihnen sagen, was Freeze mit unserem Freund angestellt hat. Jemanden wie Ferris Boyle kidnappen? Das ist krank. Ich weiß, Sie werden ihn fassen, Sir. Sie werden ihn auf einer Trage nach Blackgate bringen. Zentrale, bestätige den Code 3. Sieht aus, als würden diese Anarchy-Fanatiker die mangelnde Polizeipräsenz hier unten ausnutzen. Roger, 8-2, beobachten Sie die Lage. Greifen Sie nicht ohne Verstärkung ein. Hatte ich nicht vor. Ich sollte mich um Anarchys Anhänger kümmern. Aber zuerst muss ich den Waffenhändler des Pinguins aufspüren und herausfinden, wo Ferris hingebracht wurde. Gotham war seine Stadt. Und jemand wie Freeze würde sie nicht unterwerfen. Er glitt über die Straßen hinweg und fand vereiste Straßenabschnitte. Die Fledermaus ist hier!
Wo ist Freeze? Glaubst du, ich weiß das? Hast du vor, Silvester in Gips zu feiern? Okay, okay. Er hat einen Deal mit dem Pinguin. Waffen im Austausch gegen irgendeinen Typen. Ferris Boyle müsste noch im Gothcorp-Gebäude sein. Du lügst. Gothcorp entwickelt keine Waffen. Was? Nein, ich... Gothcorp, wirklich. Ich hab die Zugangscodes. Her damit. Das ergibt keinen Sinn. Seit wann entwickelt Gothcorp Waffen? Es muss mehr dahinter stecken. Er machte sich auf den Weg, das herauszufinden. Er hackte sich in den Zugangscomputer von Gothcorp und betrat das Gebäude. Geht klar, Boss. Es war der Pinguin. Er verließ mit Freeze und Ferris das Foyer. Batman schaltete die ersten Wachen aus und befreite einen Sicherheitsmann. Die Typen waren bewaffnet. Wie hast du das gemacht? Wo bringen sie Ferris hin? Mr. Boyle? Sie waren auf dem Weg Richtung Treibstoffforschung. Die ganze Anlage wimmelt von den Typen. Haben Sie die Codes zu dieser Sicherheitstür? Nein, ich habe keine Freigabe. Mein Chef aber schon. Sie haben ihn ins Biolabor gebracht. Durch die Lobby. Ich stelle sicher, dass die Ihrem Chef nichts antun. Bringen Sie sich in Sicherheit. Du sagtest doch, du seist hier der Boss. Also warum plötzlich so schüchtern, hä? Sei mal etwas hilfsbereiter. Ich kooperiere doch! Ich kooperiere! Weiß ich doch, aber wir haben alle unsere Jobs. Noch mehr Handlanger. Sie hielten eine Geisel. Wieder schlich sich Batman heimlich an sie heran und schaltete sie nacheinander aus. Meiner ist es, dir eine Kugel zu verpassen, wenn ich das Gefühl habe, dass du mich anlügst. Aber ganz ehrlich, ich liebe meinen Job einfach. Ach du Scheiße! Ich hab dich auf GNN gesehen! Du hast mir das Leben gerettet! Sie haben die Codes, die ich brauche, um in die Treibstoffforschungsanlage zu gelangen. Hab ich. Hier, nimm sie! Du wirst Mr. Boyle retten, oder? Innerhalb von Gothcorp ist es nicht mehr sicher. Sie müssen hier raus. Keine Sorge. Ich plane nicht hier zu bleiben. Und vielen Dank. Nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen von ganz Gotham. Alfred, wie kommst du mit dem XE-Anzug voran? Langsam, Sir. Ich stoße hier auf Eisformationen, die mich behindern. Die Thermalhandschuhe würden Ihnen da sicher helfen. Ich werde mich beeilen, Master Bruce. Halt mich auf dem Laufenden. Mit den Zugangscodes gelangte er tiefer in die Anlage hinein. Die Männer des Pinguins schossen mit Gewehrkugeln auf Freeze. Gib mir Boyle oder ich friere diesen gesamten Raum ein. Das wirst du nicht tun. Boyle hat die Codes, die du brauchst. Und ich rück ihn nicht raus, bis ich kriege, was er dir zu bieten hat. Was sich hinter dieser Tür befindet, hat keinen Wert für dich. Aber ich will es. Meine Güte! Du sollst doch eigentlich das Genie hier sein. Und du denkst, du kannst mir weh tun? Sieh dich doch mal um! Das war nicht Teil unserer Abmachung. Verklag dich doch! Nachdem du mir gegeben hast, was sich in diesem Hinterzimmer befindet. Batman hatte genug gehört. Er griff die Schützen an. Freeze fror den Pinguin und seine Männer ein. Er packte Ferris. Jetzt gehörst du mir.
hast genau eine Chance, ihn gehen zu lassen. Was interessieren Drohungen einen Mann, der alles verloren hat? Die Eiskanone schnitt den Weg zu Freeze ab. Du, das ist deine Schuld. Hol mich heraus. Was will Freeze? Wozu braucht er Boyle? Boyle hat irgendwelche Codes für so eine Art Superwaffe. Und dank dir hat Freeze sie jetzt. Dieses Eis ist das Einzige, was dich vor einer wohlverdienten Tracht Prügel rettet. Ja, hör zu. Du willst unseren Freund Mr. Boyle retten, oder? Aber durch das Eis kommst du nicht durch. Gothcorp hat dieses Gerät, einen Bohrer, einen Kryobohrer. Sag mir, wo er ist. Meine Männer haben all unsere Akquisitionen ins My Alibi gebracht. Natürlich nur zur Aufbewahrung. Dann solltest du lieber hoffen, dass deine Jungs noch da sind. Wenn ich durch diese Eisbarriere brechen will, sollte ich Pinguins Schergen besser rechtzeitig im My Alibi abfangen. Alfred, wie läuft es mit dem XE-Anzug? Ich habe ihn gerade in einen Abwurfbehälter verladen. Gut, ich bin unterwegs zum My Alibi, einen gestohlenen Kryobohrer abholen. Lass den Anzug dort vom Batwing abwerfen. Er ist auf dem Weg, Sir. Batman ging zur Kapsel. Der neue Anzug. Der dunkle Ritter. Aber jetzt eine gepanzerte Version seiner selbst. Dank der Thermalhandschuhe dürften sie mit dem ganzen Eis fertig werden. Und der Anzug wird sie vor der Kälte und vor Kryodämpfen schützen. Hoffentlich ist er ihnen nicht zu unbequem. Die Wabenstruktur schützt vor extremer Kälte, ohne das Gewicht zu erhöhen. Er wird mich in keinster Weise einschränken. Mit den Thermalhandschuhen zerbrach er mühelos eine massive Eiswand. Dahinter war der Eingang zum My Alibi. Der verlassene Vergnügungsclub war heruntergekommen. Mit einem thermal aufgeladenen Batarang kann ich das Eis auf diese Schläger herabstürzen lassen. Du reitest das ganze Jahr drauf rum. Ich brauche einen neuen Tag. Das Eis schaltete zwei der Schläger aus. Die anderen spürten die Schläge der Fledermaus. Wenn ich einen Batarang mit einer Thermalladung versehe, kann ich das eingefrorene Schloss knacken. Sagst, wo genau das Geld versteckt ist. Ich hab doch gesagt, ich arbeite hier nicht. Und was machst du dann im Hinterzimmer, hä? Komm schon, mir ist kalt. Ja. Ihr habt einen Kryobohrer von Gothcorp gestohlen. Naja, ja, aber der ist nicht hier. Der Pinguin wollte die Teile verkaufen. Das Ding wurde zerlegt. Wo sind die Teile? Ich sag's ja. Wirf mich bloß von keinem Dach, okay? Vielleicht nächstes Mal. Er verließ den Club. Er musste die Teile beschaffen. Sir, Ihre Karte wurde mit den Positionen der Komponenten für den Kryobohrer aktualisiert. Danke, Alfred. Ich kümmere mich drum. Auf dem Dach eines Betriebes standen drei Männer vor dem ersten Bestandteil Wache. Er hat die Fledermaus eingeladen. Er nahm die Komponente und flog zur nächsten. Mehr Handlanger. Und wieder gingen sie zu Boden. Dann hatte er den zweiten Teil des Bohrers.
Alfred, ich habe den Kryobohrer zusammengebaut, aber er benötigt noch irgendeine supraleitende Flüssigkeit. Ich habe es, Sir. Ein organisches Kühlmittel, das im Versuchslabor eines gewissen Victor Freeze benutzt wurde. So wie Mr. Freeze. Der Zufall ist zu groß, um ihn zu ignorieren. Hier steht, dass Ferris Mr. Freeze Labor schließen ließ. Wenn er ein verprellter Angestellter ist, der auf Rache sinnt, dann geht es hier um mehr als nur Waffendiebstahl. Freeze Labor steht unter Quarantäne. Es gab wohl einen Unfall. Ich bin bereits zu Goth Corp unterwegs. Erneut betrat er das Goth Corp Gebäude. Er schmolz die zugefrorenen Bereiche und kam so zu einer von Eis überwucherten Anlage. Bitte evakuieren Sie das Gelände. Er hackte den Computer und stellte so die Heizung an. Das Eis schmolz und er folgte dem Weg tiefer in die Anlage. Das war weit mehr als nur ein einfacher Unfall. Die Haut dieses Wachmanns hat dieselbe blaue Färbung wie die von Freeze. Ich sollte diesen Tatort untersuchen. Mit Hilfe seines Anzuges suchte er nach Hinweisen. Laut Analyse ist er an einem Hitzschlag gestorben, doch der Raum weist keine Anzeichen einer Überhitzung auf. Das vereiste Labor gab weitere Informationen preis. Zwei Männer kämpften. Einer rannte aus dem Labor. Dürfte der tote Wachmann gewesen sein. Die Handabdrücke stammen von Victor Freeze. Er muss zugesehen haben, wie der Mann starb. Freeze bediente sich bei verschiedenen Prototypen, um sich einen kryogenischen Überlebensanzug zu bauen. Als das Eis die Ventile blockierte, bildete sich extremer Druck im Tank. Scheint, als sei der Wachmann durch Eisdämpfe der folgenden Explosion eingefroren worden. Diese DNA-Spuren stammen von Victor Freeze. Die Analyse lässt auf stumpfe Gewalteinwirkung schließen. Freeze wurde mit einer Waffe angegriffen. Die Kanone wurde umgeworfen und ausgelöst. Als der Tank explodierte, stieß er Kryochemikalien aus. Die Wolke traf Freeze und den Wachmann, aber die Schockwelle hat den Angreifer weggeschleudert. Ich muss diese Waffe finden. Sie könnte mir helfen, den Angreifer zu identifizieren. Die DNA-Analyse bestätigt, dass mit dieser Waffe auf Victor Freeze eingeprügelt wurde. Und die Fingerabdruckanalyse... Ferris Boyle. Es war Ferris. Etwas wurde hier durchgeschoben. Vielleicht eine fahrbare Trage. Die Flüssigkeit muss sofort gefroren sein, nachdem diese Spuren entstanden sind. Seltsam. Freeze hat in Eigenregie die Huntington-Krankheit erforscht. Dabei ist das hier ein Labor für Kryowaffen. Das Testsubjekt war Nora Freeze. Jetzt weiß ich, was hier geschah. Boyle hat Victor für das geheime Kryowaffenprogramm von Goth Corp angeheuert. Im Gegenzug erklärte er sich bereit, die Erforschung eines Heilmittels für Noras Krankheit zu finanzieren. Doch Boyle interessierte viel mehr, wie es Victor gelungen war, Nora in Kryostase zu versetzen. Als Victor erkannte, dass Boyle nicht die Absicht hatte, ihre Abmachung einzuhalten, entschied er, die Forschungen zu Huntington selbst durchzuführen. Aber das gefiel Boyle nicht. Die kryochemische Mischung veränderte Victors Stoffwechsel, sowie den des Wachmanns. Boyle entkam der Wolke und setzte das Labor unter Quarantäne. Victor überlebte, wusste aber, dass er außerhalb des tiefgekühlten Labors sterben würde. Also schuf er sich einen Anzug und verwendete ein organisches Kühlmittel, um seine Temperatur unter dem Nullpunkt zu halten. So viel Gewalt. Er versucht nur, seine sterbende Frau zu retten. Das Kühlmittel aus Victors Anzug ist dieselbe Flüssigkeit, die ich für den Bohrer brauche. Er hatte alle Bestandteile zusammen. Auf dem Weg nach draußen
kontaktierte er Alfred. Alfred, leite die Beweismittel zu Boyles Verbrechen an Gordon weiter. Es tut mir leid, Master Bruce. Ich weiß, dass Sie große Hoffnungen in Ferris gesetzt hatten. Das spielt keine Rolle. Victor hatte nie vor, Boyle zu töten. Er braucht Boyles Sicherheitszugriff, um seine Frau aus Scottcorp herauszuholen. Mehr will er nicht. Und jetzt werden Sie ihn aufhalten? Das muss ich. Und werden Sie diese Trage trotzdem noch brauchen? Werde ich. Aber nicht für Victor. Er ging zum Pinguin. Befreist du mich aus diesem verdammten Eisberg? Du gefällst mir, wo du bist. Aber das kannst du nicht tun. Ich werde erfrieren. Nicht mein Problem. Oh, willst dich an meinem Elend weiden, was? Ich häng dich an deinem Umhang auf, hörst du? Er platzierte den zusammengestellten Bohrer an dem vereisten Zugang und verschaffte sich einen Weg. Ich werde dir dein Leben zur Hölle machen. Hörst du mich, du spitzohriger Freak? Weitere Labore. Über eine Leiter erreichte er einen Zugangstunnel. Dieser führte ihn zu dem Geheimlabor von Mr. Freeze. Alles, was ich will, ist Nora und dann gehen. Von mir kriegst du keinen Code. Ich sehe euch beide. Ihr tot, bevor ich dir irgendwas gebe. Dann teile mein Schicksal. Ferris stand in Eis gehüllt vor Freeze. Neben ihnen war der lebenserhaltende Tank von Nora Freeze. Batman griff ein. Victor, du musst ihn gehen lassen. Ich werde meine Frau holen. Du hältst mich nicht auf. Ich kenne die Wahrheit und die Polizei bald auch. Boyle wird für seine Verbrechen büßen. Es war ein Unfall. Sie wissen nicht, wovon Sie da sprechen. Was? Nein! Nichts ist wichtig. Verstehst du das? Nichts außer Nora. Du hast Menschen in der ganzen Stadt gefährdet. Nora hätte das nie gewollt. Nein. Was sie gewollt hätte, wäre ein langes Leben im Licht der Sonne. Ihre Hand in der meinen. Doch wegen ihm spürt sie nur die eisige Berührung eines Mannes, dessen Gefühle so kalt wie das Blut in seinen Venen sind. Wo ist der Rest von euch? Kommt her und haltet euch an unsere Vereinbarung. Sir, Sie können die Kryogeneratoren mit Hilfe Ihrer Thermalhandschuhe überlasten. Suchen Sie nach den Schalttafeln. Nicht nur Freeze stand ihm jetzt gegenüber. Auch die Handlanger suchten ihn. Alle Mann hier rüber, sofort! Er ist genau hier. Die Handschuhe überlasteten den Generator. Er schlich sich von den Deckenbalken weiter in Richtung des nächsten Generators. Noch ein letzter Generator. Als dieser überlastete, setzte die Kanone von Freeze aus. Mal sehen, wie gut du dich schlägst, wenn die Luft in deinen Lungen gefriert. Die Luft vereiste. Und Batman wurde vom Eis eingehüllt. Freeze kam auf ihn zu, doch in der letzten Sekunde befreite sich die Fledermaus und wich dem Schlag aus. Na, jetzt kümmere ich mich um dich. Der dunkle Ritter ging in Deckung und griff Mr. Freeze von hinten an.
Er überhitzte seinen Anzug. Eingangsfehler in Kapsel 1. Was ist los, Würmer? Freeze ist gefährdet. Nora, ich komme! Freeze aktivierte die Kältekammer. Wenn ich unter ihn gelange, kann ich ihn von da aus schalten. Kryogenische Eindämmung versagt. Subjekt Nora Freeze ist gefährdet. Warum habe ich ihn nicht einfach getötet? Ein gezielter Schlag. Und Mr. Freeze ging zu Boden. Danke fürs Anpacken, Batman. Aber du hättest deine Nase nicht in meine Angelegenheiten stecken sollen. Und ich dachte, es würde schwer werden, zu erklären, was in deinem Labor geschah. Nach allem, was du getan hast, wird sich die Polizei nicht für mich interessieren. Und nach dem Tod der Fledermaus ist niemand übrig, der mit dem Finger auf mich zeigt. Nora! Damit bleibst nur noch du. Bitte. Du kannst sie retten. Du musst Sie stirbt! Du jedoch lebst gerade noch lange genug, um ihren Tod mit anzusehen. Ferris schlug auf Freeze ein. Der dunkle Ritter nahm all seine Entschlossenheit zusammen und befreite jedes Körperteil aus dem Eis. Setzen Sie sich, Sie Wohltäter. Tut mir leid, Victor. Ich kann dir keinen Frieden geben. Aber ich gebe dir Gerechtigkeit. Mit dem Kühlgel stellte er den Anzug von Mr. Freeze wieder her. Seine Blicke verharrten auf der eingefrorenen Nora. Meldung aus North Gotham, wo sich die Proteste in diesem Moment in eine Siegesfeier gewandelt haben. Unter dem wachsenden Druck der Bürger Gothams hat Bürgermeister Hill seinen Rücktritt bekannt gegeben. Auch wenn Hill einen Wiederantritt bei der Wahl im kommenden Jahr nicht ausgeschlossen hat, bedeutet sein Rücktritt doch, dass Peter Grogan wohl nicht Gothams nächster Police Commissioner werden wird. Bei den Spekulationen darüber, wen der kommende Bürgermeister zum Commissioner ernennen könnte, steht der Name des GCPD-Captains James Gordon an erster Stelle. Und jetzt nach South Gotham, wo Vicky Vale mit einem Live-Bericht auf uns wartet. Danke, Janine. Ich befinde mich hier vor der Konzernzentrale von Gothcorp, wo Captain Gordon gerade bekannt gegeben hat, dass der CEO der Firma in Polizeigewahrsam genommen wurde. Der Polizei zufolge wird Mr. Boyle des Totschlags, der Erpressung und des versuchten Mordes bezichtigt. Und dabei nahm er erst vor ein paar Stunden von der Wayne-Stiftung die Auszeichnung als Wohltäter des Jahres entgegen. Ebenfalls verhaftet wurden der berüchtigte Unterweltboss Oswald Cobblepot, besser bekannt als der Pinguin, und ein Kryogenikforscher von Gothcorp namens Victor Freeze. Freeze befindet sich jetzt im Gotham General, wo er aufgrund einer nicht genauer benannten Erkrankung behandelt wird. Quincy Sharp ließ verlauten, dass Mr. Freeze nur ein weiteres Beispiel für die Sorte Verbrecher sei, die eine Sonderbehandlung bedürfe, wie sie nur Arkham Asylum bieten könne. Laut der Polizei sind die Festnahmen das Resultat solider Ermittlungen. Aber ich persönlich vermute, dass der als Batman bekannte Gesetzeshüter mehr als nur eine kleine Rolle spielte. Nebenbei bemerkt bin ich Batman zu großem Dank verpflichtet, da er mich heute Abend vor dem sicheren Tod gerettet hat. Vielen Dank, Batman. Von uns allen. Zurück zu dir, Janine. Danke, Vicky. Der Batman ist also auch weiterhin eines der heißesten Themen dieser Feiertage. Wir hier bei GNN wünschen Ihnen allen eine unbeschwerte Silvesternacht. Hier zum Abschluss noch ein paar der Kommentare, die wir über den geheimnisvollen Gesetzeshüter erhalten haben. Ich war umzingelt und ganz plötzlich, bam, boom, kabum, sind all diese Mistkerle auf dem Boden. K.O. Ich habe ihn nicht mal kommen sehen. Oh, er war wie ein Blitz, ist plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht. Hören Sie, ich bin Polizist. Ich kann seine Taten nicht gutheißen.
Aber dankbar kann ich ihm schon sein. Oh, den gibt's definitiv. Meine blauen Flecken beweisen's. Es gibt ihn. Er ist gnadenlos. Und nichts auf dieser Welt wird ihn aufhalten.